Mein Name ist Daniel Neubart. Hallo? Hallo. Mit wem spreche ich denn? Mein Name ist Beusen. Ja, schönen guten Tag. Pass ja auf, ich habe für meinen Schatz hier ein paar Schuhe bestellt bei Ihnen, bei Zalando. Mhm. Ja. Ja? Das waren vom Boss. Von Hugo Boss. Schuhe. Ja? So, und die habe ich vor 14 Tagen habe ich die bestellt. Und die sind immer noch nicht da. Haben Sie denn bitte ganz kurz mal die Bestellnummer dazu? Moment, ich suche mal raus. Warten Sie ganz kurz, bleiben Sie ganz kurz dran. Aber klar. So, Moment, muss ich gucken. Scheiße, wo hab ich die denn? Scheiße, wissen Sie was? Ich glaube, ich hab die schon weggeschmissen. Bestellnummer. Wo kann ich die denn nachsehen? Ich hab die mir extra aufgeschrieben. In Ihrem Benutzerkonto. In Ihrem Benutzerkonto unter meine Bestellung. Und das Benutzerkonto, wie komme ich in dieses Benutzerkonto rein? Sie haben doch die Bestellung ausgeführt. Ja, im Internet. Genau, und dann haben Sie sich dort auch auf Zalando.de eingeloggt. Richtig. Ja, ist richtig. Genau, das machen Sie auch. Und das muss ich jetzt nochmal machen. Genau. So, und dann muss ich aber jetzt erstmal in meine E-Mail gucken, wie meine Daten sind. Ich würde dann nochmal anrufen bei Ihnen. Aber klar, gerne. Okay? Okay, alles klar. Okay. Aber gerne. Bis später. Okay. Bis später. Ja. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihrer Meinung teilhaben lassen. Ja, kriegst du deine Schuhe. Das ist aber nicht mehr lustig. Adi, das ist nicht mehr lustig, weil ich das schon mal gemacht habe, weißt du? Herzlich willkommen bei Zalando. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder Fragen zu Produkten haben, drücken Sie die 1. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Lieferung oder einer Retoure haben, drücken Sie die 2. Retoure? Für Fragen zur Zahlung, drücken Sie die 3. Für alle uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht auflegen, sondern uns noch für 6 kurze Fragen zur Verfügung stehen. Sie werden automatisch an die Befragung weitergeleitet. Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1 auf Ihrer Telefontastatur. Jetzt haben wir Niederle gegeben. Ging nicht. Herzlich willkommen zu Zalando. Mein Name ist Jessica Dietrich. Was darf ich für Sie tun? Der ist nur schnell. What the fuck? Hey, ich hab nur. Herzlich willkommen bei Zalando. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht auflegen, sondern uns noch für 6 kurze Fragen zur Verfügung stehen. Automatisch an die Befragung weitergeleitet. Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1 auf Ihrer Telefontastatur. Guten Tag, herzlich willkommen bei Zalando. Mein Name ist Bettina Pinkert, was darf ich für Sie tun? Guten Tag, ich arbeite auch bei Zalando. Genau wie Sie. Okay. Hat schon was gesagt, leider nur ein. Das ist gar nicht so. Langsam mich mal nicht an. Was haben wir letztens gesagt? So, Hamann, ruft er nicht immer bei mir an? Guten Tag, herzlich willkommen bei der EKK Südwest. Der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Alter, ich kann gerade voll gefahren. Ich spreche mit Hendrik Thomas. Hallo, guten Tag. Hallo? 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 Ja, du freches Bübchen, du? Stehst du auch so auf Leder wie ich? Wer ist denn da? Ja, ist der Jochen. Ja? Wer ist das? Der Jochen. Der Jochen.
Ja, der Jochen Schlemmer. Hat der Jochen auch einen Nachnamen? Ja, Jochen Schlemmer. Jochen Schlemmer, was möchten Sie denn? Ich wollte Sie gerne mal zum Essen ausführen. Sie Schlemmer, Sie. Mhm. Sind immer noch Ferien? Na, beim Jochen schon. Bitte wo? Beim Jochen schon. Beim Jochen sind noch Ferien und deswegen hat er Langeweile und ruft bei einer Krankenkasse an. Na, freilich, mein Bruder. Also ich habe früher in dem Fall eine andere Nummer angerufen. Ach so, ein Mistmensch. Aber ich wollte dir doch den Arbeitsalltag erleichtern, da kannst du auch mal mit mir essen gehen, mit dem Jochen. Hm? Naja, aber so lustig ist das ja jetzt nicht bei einer Krankenkasse anzurufen. Ach Mensch, komm, was, ich wollte, was soll ich jetzt machen, damit sie sich freuen? Ich rufe doch hier an, damit sie sich freuen, mein Guter. Naja, aber ich freue mich nicht drüber. Ach Mensch, das ist aber jetzt schade. Mensch, da heißt es ja, mein Anruf, da ist ein Ziel verfehlt. Von wo rufen Sie denn an? Aus Thüringen? Aus der Obermühle. Na freilich, aus der Obermühle. Na? Wo ist denn die Obermühle? Die ist in Bad Blankenhain. Wo ist denn das? In Thüringen? Ach Mensch, das wissen wir doch. Bad Blankenhain, Mensch, das ist doch ja eine Weltmetropole. Sie rufen aber jetzt gerade in Saarbrücken an, da kennt man das nicht. Naja, gut. Ein Pech. Aber ich warte auch nach Saarbrücken kommen, du, meiner. Mhm. Ja? Und da können wir zusammen ins Schnecken gehen. Wie wär's denn mit dem Schnitzel? Hab ich gestern Abend erst gegessen. Und mögen Sie ein paar Klöße? Esse ich auch sehr gern, weil ich aus Thüringen komme, ja. Na, na klar, da kann man noch ein paar Klöße essen. Ja, freilich, da gehen wir Klöße essen. Na klar, mit Bierchen. Na? Alles klar. Ja, tschüss. Na, tschaußen. Wie cool war der denn? Der war cool. Immer noch Ferien. Doch, freilich. Ja, Jochen schon. Ja, bei Jochen schon. Jochen, Alter, was ist das für ein behinderter Nachname, Alter? Jochen. Wie ich auf so eine Kacke immer sage. Herzlich willkommen bei der EKK-Sitzung. Ich hab keinen Bock mehr zu reden. An Ihrer Seite mit den Näheranleitungen. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Ami hat vorhin gemacht. EKK! Das ist voll toll. EKK Südwest. Mehr Leistung an Ihrer Seite. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Guten Tag, die EKK Südwest. Ich spreche mit Stefanie Mies. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, die EKK Südwest. Wer ist denn da? Ich. Okay, um was geht's? Über Sachen. Okay. Meistens, ne? Da esse ich was. Bitte? Meistens habe ich Hunger. Hallo? Hallo? Alter, wie er nicht mehr wusste. Was wolltest du jetzt sagen, Alter? Keine Ahnung. Wie lange der einfach mitgespielt hat, das war das Schlimmste. Nee, da vorhin hättest du mal dabei sein müssen. Wir haben alle hier rumgekrölt, Tom. Und die hat einfach nicht aufgelegt. Die hat weiter mit uns geredet, die ganze Zeit. Was hältst du mal mit? Wo Brian doch so rumgeschrien hat, wisst ihr es noch? Ich war doch schon da. Alter, ich glaube, der hat eine gefühlte Viertelstunde mit uns telefoniert, ey. Weil die nichts verstanden hat bei unserem Rumgekröle. Ja, war so Party und so, ne? Das Party hart gemacht. Guten Tag, herzlich willkommen bei der EKK Südwest. Der Kreis ist also an Ihrer Seite mit den Mehranleistungen. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. EKK. Guten Tag, die EKK Südwest. Sie sprechen mit Christian Rösinger. Hallo, ich bin der Björn und ich stehe total auf Eisbären. Bitte? Ich stehe total auf Eisbären. Ich bin der Björn. Stehst du auch auf Eisbären?
Ich bin kein Eisbären, ich stehe auch mit auf Eisbären. Da haben sie sich bestimmt verwählt. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ich stehe total auf Eisbären. Ich bin kein Eisbär. Oh, wie geil, Mann. Aber irgendwie logisch, ne? Das ist kein Eisbär, das liegt auch. Guten Tag. Herzlich willkommen bei der EKK Südwest. Der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. EKK Südwest. EKK Südwest, ich spreche mit Hendrik Thomas. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Der Björn. Bitte? Der Björn. Der Björn. Ist das der Freund von Jürgen Schlemmer? Nee, Mann. Er hieß Jochen, Mann! Nee, Jürgen darf nicht. Wie oft wollten wir jetzt noch hier anrufen? Ein Jochen, Mann! Ich war Jochen! Oh Gott. Der Armin kommt gar nicht mehr klar. Naja, so geht die Arbeitszeit auch um. Ja, ja. Auch was Gutes. Also der Björn ist jetzt der Freund vom Jürgen Schlemmer. Der Jochen. Ach, der Jochen Schlemmer. Und die wohnen beide in Bad Blankenhain, oder was? Ich weiß nicht mehr, was es war. Soll ich jetzt mit Jochen und mit Björn Klöße essen gehen? Ja. Also ich denke mal, wenn ihr nochmal anruft, kommt hier hoffentlich bei jemand anderem raus, dann könnt ihr den noch ein bisschen belustigen. Ja, also wir waren schon mindestens bei 10 verschiedenen. Hab ich mir gedacht, ihr habt bestimmt noch schon 20 Mal angerufen. Jo. Aber ja, viel Spaß noch. Okay, danke schön. Schönen Tag noch. Okay. Gar nicht klar, Alter. Wo ich gesagt habe, war Jochen. Ich war Jochen. Ist der Freund vom Jürgen? Also, warte mal lang. Alter, das hättest du echt aufnehmen müssen, Alter. Ohne ich Scheiß. Ich bin doch die ganze Zeit schon am auf. Ich auch. Guten Tag. Herzlich willkommen bei der EKK Südwest. Der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Guten Tag, die EKK Südwest. Mein Name ist Julia Stumpf. Guten Tag. Hallo? Hallo? Hier ist der Björn. Hallo? Hallo? Mit wem sprichst du? Was? Mit wem sprichst du? Wer ist denn am Telefon? Der Björn. Der Björn Schlemmer. Boris. Hallo? Boris und hab einen Boris. Hallo. Hallo! Freundchen! Geh weg! Sie wissen ja schon, dass die Anrufe zurückverfolgt werden können, ne? Oh, nee, das kann man nicht! Nö. Nee. Ja, aber Skype kann auch so gut die Anrufe zurückverfolgen. Ihr kommt zwar zum Skype-Server, das war's. Eiskalt! Der sagt eiskalt! Der sagt eiskalt einfach nee! Drauf kommen wir nicht! Ist aber schon der Anruf. Guten Tag! Herzlich willkommen bei der EKK Südwest. Der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. EKK. EKK Südwest.
Mehr Leistung an Ihrer Seite. Die IKK Südwest Kinki, guten Tag. Kinki? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, mein Name ist Petro. Ja, hallo. Verbindung ist ziemlich schlecht. Und es tut mir aber leid. Warum finden Sie das denn witzig? Ich dachte zuerst, ich wollte einer veräppeln. Von, so, von den Kollegen. Das passiert schon mal. Ach, Mensch, wie kommt das vor? Ich will doch nicht. Eine Welt. Ich glaube, meine Keller. Naja, gut. Ja, ist ja, also, das ist ja doch Peter, ne? Wollen wir auch mal drüber reden, über die Versicherung, ne? Mach mal bitte. Was geht's denn bitte, Herr Peter? Ja. Also, mein Anliegen war, Sie mal zu veräppeln. Also, Ihr Nachname ist Peter? Nee, mein Nachname ist eigentlich Schmidt. Das ist ja der Witz. Das ist gar nicht scheiße mit Nachnamen, sondern mit Vornamen. Also, und Schmidt mit TT oder mit DT? Nee, mit DT. Mit DT. Und der Vorname ist Peter. Ja, richtig. Richtig, Peter. Ja. Weil die Verbindung ist so schlecht. Ach so. Ach so. Ja, ja, na, das verstehe ich. Ich verstehe Sie immer noch so abgehackt. Ach so. Ach so. Ja, das tut mir leid. Das ist, ich bin hier halt ein bisschen, ich hab hier leider keinen besseren Empfang. Tut mir leid. Ja. Und was geht's denn, Herr Schmidt? Ich habe nämlich folgende Frage an Sie, ne? Ja. Warum haben Sie denn immer noch nicht aufgelegt? Ja, weil ich denke, dass Sie mit mir reden wollen, deswegen habe ich noch nicht aufgelegt. Ach so. Ja, ne, das stimmt auch eigentlich, ja. Ne? Stimmt, wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen, Herr Schmidt? Ja, und zwar, ne, also der Anruf, ne, ich schick Ihnen das nochmal alles, den Link und so, bei YouTube drin, ne, da sind Sie dann bald zu sehen. Aha. Ja, und den paar Nutzern, die das Video gucken, sind vielleicht so 3-2 oder so, man weiß es ja nicht, ne. Ja, und wir sind hier von RTL. Aha. Also, und wir tun da gerade so ein Projekt starten. Mhm. RTL im Netz, ja, und da wollten wir Sie mal veräppeln für unsere Zuschauer, ne? Aha. Ja, freilich, meine Gute. Gut. Ja? Gut, prima. Ach, alles klar. Alles klar, ne? Jo, tschüss. Tschüss. RTL. Ich krass auf RTL. Ich lass mal YouTube hochkommen bei RTL. Aber wie geil! Warum haben sie noch nicht aufgelegt? Vor allen Dingen, der Beginn vom Telefonat. Ich hab ja gedacht, einer von euch, der grüllt, wird doch vor Lachen in die Kamera. Die denkt, die sagt so, ach, ich dachte schon, ihr wollt mich eh noch veräppeln. Und ich so, das ist ja ein Ding. Mensch, der kommt mal ja ne. Das ist so geil, Mann. Alter, was war denn das? Peter! Und dann sage ich auch noch, das ist ja der Witz. Guten Tag, herzlich willkommen bei der IKK Südwest, der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Kommt her, ihr Sackfressen, Alter. IKK! Guten Tag, die IKK Südwest, wir sprechen mit Julia Ludwig. Hallo, Julia. Hallo? Hallo? Die war langweilig. Die war lustig. Lustig? Warum ja, Julia, guten lustig. Tag, herzlich willkommen bei der IKK Südwest, der Krankenkasse an Ihrer Seite mit Ihrer Anleitung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Das ist doch klar, der Kumpel vom Jochen. Vom Jürgen. Ich war nicht Jürgen. Noch ist jemand dran. Hallo? Ich muss das wieder mit Björn machen und euch in den Krüll dann rein. Und oh, da ist schon jemand dran. Achso. Ja, hallo. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, wer ist denn da? Ja. Ja, wer denn? Ja, guten. Na. Ich hätte gern Döner. Kann ich meinen Döner bestellen? Ich hab Hunger. Guten Tag.
Herzlich willkommen bei der IKK Südwest, der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehr an Leistung. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. IKK! IKK Südwest, mehr Leistung an Ihrer Seite. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Hi. Guten Tag, die IKK Südwest. Sie sprechen mit Kerstin Lorenz. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist der Björn. Ja? Na? Und jetzt? Und jetzt? Hip-Hop is my life, Kerstin. My life. Es ist my life. Ich glaube, die fühlen sich verarscht, die Leute. Ach, Quitschi, Quatsch. Guten Tag, herzlich willkommen Quitschi, bei der IKK Südwest. Der Krankenkasse ist das Ihrer Seite mit den Mehranleistungen. Wir verbinden Sie mit einem unerwarteten Berater. Herzlich willkommen bei Zalando. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht aufgeben, sondern uns noch für Wechselbeschwerden zur Verfügung stehen. Sie werden automatisch an die Befragung weitergeleitet. IKK Südwest. Mehr Leistung an Ihrer Seite. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kunden. Verstanden sind? Drücken Sie bitte die 1 auf Ihrer Telefontastatur. Herzlich willkommen bei Zalando. Herzlich willkommen bei Zalando, Ralf Strumpf, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ja, die IKK Südwest, Julia Stumpf ist mein Name. Guten Tag. Sie Hallo. Ich habe nicht bei Ihnen angerufen. Hatten Sie irgendjemanden in der Leitung, oder? Nee. Okay, komisch. Alles klar, dann weiß ich auch nicht. Danke. Alles klar, bitte. Tschüss. Wiederhören. Oh, wie gut war das denn? Wie gut war das denn? Geil, Mann! Oh, voll nice! Das Timing, perfektes Timing. Aber richtig nice, Mann, Alter! Haben Sie mir wieder Leitung? Nö, Sie. Awesome. Oh mein Gott. Aua. Wie geil. Wie die ganz gechillt miteinander da waren, ey. Oh, awesome. Ist das mal die Arschgeige? Herzlich willkommen bei Zalando. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht auflegen, sondern uns noch für 6 kurze Fragen zur Verfügung stehen. Sie werden automatisch an die Befragung weitergeleitet. Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1. Willkommen bei der IKK-West, der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem Mehranleistung. Willkommen bei Zalando. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihrer Meinung teilhaben lassen. Um unseren telefonischen Service kontinuierlich zu verbessern, möchten wir Ihnen 6 kurze Fragen zu unserer Servicequalität stellen. Ihre Angaben werden anonym behandelt. Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 vollkommen zufrieden und 5 unzufrieden bedeutet. Bitte drücken Sie für einen Tonwahltest die Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit diesem Gespräch? Ihre Eingabe konnte leider nicht erfasst werden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe nach dem Signalton. Wie beurteilen Sie die Fähigkeit des Mitarbeiters? IKK Südwest. Mehr Leistung an Ihrer Seite. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. Guten Tag, die IKK Südwest. Sie sprechen mit Madeleine Pütz. Hallo? 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 Ich höre Sie ganz schlecht. Es tut mir sehr leid. So, um was geht es denn? Ich habe Grippe am Schlüpper. So, nochmal, ich verstehe Sie ganz, ganz wenig nur. Ach so.
Hallo? Ja, hallo. Verstehen Sie mich jetzt besser? Etwas, ja. Okay. Herr Björn würde gerne mal mit Ihnen reden. So, haben Sie vielleicht eine Versicherungsnummer zur Hand? Na, hallo? Hallo? Na, hier ist der Björn. Mit wem schreibst du? IKK Südwest mit Pütz. Haben Sie Ihre Versicherungsnummer vielleicht zur Hand? Naja. Hau raus. Na los, Freundchen. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ich bin der Björn. Und der Nachname? Friedrich. Also Friedrich Björn. Nur mit IE. Okay. Und aus welchem Ort? Ursi. So. Und das Geburtsdatum, hätten Sie das vielleicht? Ey, Moment. Hm? Das wäre der 17.02. Ja. 1985. So. So, ich suche das gerade. Und Nachname war Friedrich. Nur mit die Ö. Und am 17.02.85 jetzt keiner mit Friedrich. Wollen Sie mich veräppeln? Ich guck mal gerade noch anders. Oh. Aber 17.02.85 hat gestimmt. No. Also ja. Ich meine schon. Mit Friedrich kann ich ja nicht finden. Mit diesem Geburtsdatum. Und in welchem Ort wohnen Sie? Ursi. Wer spricht denn da im Hintergrund? Noch ein Kollege. So. Wie heißt denn der? Der heißt Klein mit Nachnamen. Der ist bestimmt groß. So, Friedrich. Nee, da kann ich nichts finden. Aber sind bei der IKK Südwest versichert? Ne, bei AOK. Bei AOK? Dann sind Sie hier aber falsch. Sie haben bei der IKK Südwest angerufen. Ne. Sie haben mit denen nichts zu tun. Nein! Ich bin bei AOK! Klein, das ist bestimmt groß. Wer ist denn der Klein? Der ist bestimmt groß. Oh Scheiße, wollte ich da nicht veräppeln. Weil dazu musst du das Bild angucken von Alien Skype. Ich hab so kranke Bauchschmerzen. Mein Bauchschmerzen. Gut, das war eine Runde LOL mit Telefonstreichen. Tschüss. Sogar. Meine auf die Scheiße. Ich will jetzt unbedingt, also gehe ich nicht schlafen, Alter. Nach so einem Spiel kriegst du Albträume, ey. Ja, genau.
Das ist ein Angebot zur Revanche. Ja. Ja, halt einfach nur Reek. Guten Tag, KK Südwest, ich bin der Schmitz. Hallo Deutschland, mein Name ist Putin. Hallo? Wladimir, mein Name ist Wladimir. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich komme nach Deutschland und keine Versicherung. Nur Wodka, keine Versicherung. Mann. Du willst Wodka. Guten Tag, herzlich willkommen bei der IKK West, der Krankenkasse an Ihrer Seite mit dem mehr an Leistung. Das ist der letzte. Jetzt. Sie mit einem ja, das ist der letzte. Armin, dann kannst du auch stoppen. Thomas, ist auch auf Aufnahme noch? Ja, jetzt wieder. IKK Südwest. Mehr Leistung an Ihrer Seite. Wir verbinden Sie mit einem unserer Kundenberater. IKK Südwest, Marquardt, guten Tag. Hallo, guten Tag. Hallo. Mit wem spreche ich da? Bitte IKK Südwest. Wie ist Ihr Name? Marquardt ist mein Name. Achso, schönen guten Tag. Hallo, um was geht's denn? Ich möchte eine Versicherung abschließen. Wo sind Sie denn derzeit versichert? AOK. Lol, leg die Eiskalt auf. Ey! Ich glaube, die kennen uns mittlerweile. Ja. Mach doch nochmal bei Merz Druckluftdings. Warte. Warte, ja, hab ich selber. Hast du? Ja. Kannst auch bei Lexus GmbH. Soll ich dir Lexus GmbH geben? Warte. Mehr. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich hätte doch mal eine Frage. So, ey, halt! Stell mal vor, Sahne ruft bei irgend so was Wichtigen an. Ich hätte mal gleich aufgelegt. Mach du mal. Glaub mir nicht. Nee, mach bei IKK nochmal mit Zalando. Oder warte mal, lass mich mal bei Zalando anrufen. Mit Miley hier. Na, Miley. Herzlich willkommen bei Zalando. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder Fragen zu Produkten haben, drücken Sie die 1. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Lieferung oder einer Retoure haben, drücken Sie die 2. Für Fragen zur Zahlung drücken Sie die 3. Für alle übrigen Themen bleiben Sie bitte einfach in der Leitung. Sie werden gleich verbunden. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht auflegen, sondern uns noch für 6 kurze Fragen zur Verfügung stehen. Sie werden automatisch an die Befragung weitergeleitet. Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1 auf Ihrer Telefontastatur. Bitte bleiben Sie dran. Der nächste. Willkommen bei Zahnung, mein Name ist Mann Schumann, ich darf Ihnen helfen. Oh ja, guten Tag. Guten Tag. Ich bin mein Lee. Ich bin aufgelegt. Du willst keine Molly. Willkommen bei Zalando. Wir würden uns freuen, wenn Sie nach dem Gespräch nicht auflegen, sondern uns noch für 6 kurze Fragen zur Verfügung stehen. Sie werden automatisch an die Befragung weitergeleitet. Zu Trainingszwecken können einzelne Gespräche aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1 auf Ihrer Telefontastatur. Herzlich willkommen bei Zalando, dem Online-Shop für ein inspirierendes Shopping-Erlebnis. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Bei Fragen zu Ihrem Auftrag halten Sie bitte Ihre Bestellnummer bereit. Herzlich willkommen bei Zalando, dem Online-Shop mit der Riesenauswahl an Schuhen und Mode. Schnauze, du Schlampe. Wir werden gleich. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Zalando. Anna Niehoff, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Hallo, guten Tag.
Mein Name ist Malihi. Ja, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich habe eine Frage. Ja? Ich will ein Kleid kaufen bei Zalando.de. Ja? Kleid. Ein schwarzes Kleid, ich sage Kleid, Sisley, Jersey Kleid Black. Für 29,95 möchte ich kaufen. Ja, wir sind ein reiner Onlinehandel. Bitte dann übers Internet bestellen. Moment, ich habe eine Frage. Wie groß fällt das aus? Wie groß das ausfällt? Ich komme aus Thailand. Ich habe auch schon eine Brust. Gute Brust. Und ich verstehe Sie ganz schlecht. Das ist ganz abgehakt. Ich muss Kleid passen, meine Brust. Das ist ganz abgehakt. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Das muss eine Störung in der Leitung sein. Rufen Sie bitte nochmal durch. Warte. Marfon, Mai. Na, ich muss jetzt los. Ja. Mach mal auf, Freunde. Ich rufe doch neu an, okay? Bis später. Okay. Bis später. Ciao. Tschüss. So, da war ein bisschen LOL mit Anrufen und so. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.